Herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Crypto and More. Weiterhin gleiche Aufnahmesession, letzte Folge für diese Aufnahmesession. Aber ich freue mich auf die Folge, jetzt mal wieder ein bisschen ein lockereres Thema, was René vorgeschlagen hat. Und ich würde sagen, ich fange gleich mit dem Zitat an. Und zwar, innerer Frieden ist ein sehr großer Reichtum, ihn gilt es zu erstreben und zu bewahren. Finde ich richtig geil, das Zitat. Sehr schön. Das ist so ein richtig, den Spruch würde ich mir sogar an die Wand klatschen. Ja, stimme ich dir auf jeden Fall zu. Das ist sowas, wenn du einen schönen Bilderrahmen hast oder so. Wie bei Barney Stinson, das Büro. Kennst du das im Hintergrund? Ja, mit diesen fünf Bildern? Das könnte man so ergänzend dazu hängen, finde ich. Trifft es sehr, sehr gut und schön. Ja, das ist auch so ein Punkt. Das ist mir jetzt gerade ins Auge, wo ich die Zitate eben gesucht habe. Was mir auch jetzt zuletzt sehr, sehr wichtig geworden ist. Wenn du deinen inneren Frieden hast und dich wohlfühlst, dann fühlst du dich einfach wohl. Nee, Spaß, aber Dann dann bist du ein fallen dir ganz... einige Dinge auch einfacher. Ja, genau so kann man Dann sagen. Du bist einfach viel befreiter, du lässt alles so auf dich zukommen und sowas. Einfach mal ein bisschen Ballast abwerfen. Wenn du deinen inneren Frieden gefunden hast, bist du verdammt glücklich. So wie kann man das... findest du deinen inneren Frieden? Ich habe mich, wie gesagt, ich habe mich viel von in den letzten Monaten, Jahren von ein paar Menschen einerseits natürlich getrennt. Dann auch mit so manchen Themen, wo ich mittlerweile weiß, hey, die kannst du eh nicht ändern. Warum soll ich mich da ewig lang so mit befassen und sowas? Wir hatten ja öfters mal Thema Politik und sowas. Es ist mir mittlerweile sowas von scheißegal einfach. Mittlerweile macht einfach da draußen, was ihr wollt. Das juckt mich ehrlich gesagt nicht mehr. So in der Art Finde ich kann. so, so schön, dass du mittlerweile an diesem Punkt bist, weil ich weiß, wie befreiend das für mich gewesen ist, als ich das losgelassen habe. Ist es Freut auch. mich richtig. Ist es auch. Also ich muss echt sagen, das sind so Sachen, sollen sich andere Leute mit drumherum ärgern. Ich meine, wir haben sowieso, wir zwei oder auch andere Leute, andere Pläne, mal ins Ausland zu gehen oder sonst was. Wir haben Möglichkeiten, weißt du? Mich juckt's ehrlich gesagt nicht mehr wirklich, was hier so passiert. Natürlich so ein bisschen geht's trotzdem nicht an dir vorbei, so weißt du, jeder hat so seine Punkte, die dann aufregen, aber. Es juckt mich ehrlich gesagt mittlerweile gar nicht mehr so. Jeder soll so machen, was er will, macht was, aber geht mir nicht mehr auf den Sack damit. Weißt du, lebt euer Leben, ich lebe mein Leben, ich versuche das Beste draus zu machen, wir versuchen das Beste draus zu machen. Also warum sollen wir uns mit diesem ganzen Mist da draußen noch so, ja, auseinandersetzen? Wir können es nicht ändern, wir kriegen sowieso nur die Infos, die an die Öffentlichkeit sollen. Deswegen innerer Frieden, ich bin deutlich tiefenentspannter und sowas, ich kann mit Druck besser umgehen und sowas und sonst was. Also ich bin momentan, würde ich echt sagen, so die letzten Wochen und Monate ein viel, viel positiverer und nochmal glücklicherer Mensch geworden, als ich vorher war, muss ich ganz ehrlicherweise sagen. Geil, das freut mich, das freut mich. Aber muss man Ich halt bin da auch gerade so die noch. Einsicht haben, ne? Ja, klar, und man muss auch selber bereit sein, an sich was zu machen und sich weiterzuentwickeln. So, ich zurzeit bin gerade auf einem anstrengenden Weg dahin, weil ich noch so ein paar Dinge, innere Konflikte in mir so ein bisschen lösen muss, definitiv. So was für mich jetzt zum Beispiel wirklich befreiend war, wo ich sage, ja, dadurch habe ich mehr Energie. Ich habe über den Urlaub aufgehört zu rauchen. Das gibt mir positive Energie. Wer hat mich auf die Idee gebracht? Meine Mutter damit. Damals, als sie mit mir in den Urlaub geflogen ist, hat sie eins zu eins denselben Move gemacht. Am Flughafen, letzte Kippe, weg, Feierabend. Und ich schwöre euch, ich habe es als Kind nicht mitbekommen, dass sie über den ganzen Urlaub hinweg nicht eine einzige Kippe geraucht hat. Ich kam nach Hause und meinte, ja, schön, ich bin Nichtraucherin. Mir ist das Brötchen aus dem Gesicht gefallen. Und ich habe mir gedacht, ich mache eins zu eins denselben Move. An der Stelle Dankeschön, Mama, für diese Idee. Es funktioniert. Das gibt unendlich viel Kraft. Inneren Frieden finden ist was ganz, ganz Wichtiges. Und achtet dabei mal auf euch. Ihr braucht so ein bisschen Zeit, um zu gucken, was für Konflikte stellenweise überhaupt in euch toben. Ich ohne meinen Therapeuten wäre im Leben nicht auf die Idee gekommen, was für Konflikte in mir toben und wie ich die einfach lösen kann. Sei es einfach vielleicht, weil wir zu viel Social Media konsumieren, weil wir uns immer irgendwie so ein bisschen ablenken durch irgendwas, dass wir gar nicht mehr die Zeit haben, unsere eigenen Gefühle wirklich einfach wahrzunehmen, auszuleben, darauf zu reagieren, was sie bedeuten, was die wirklich alle auslösen. So, nehmt euch dafür ein bisschen Zeit, keine Ahnung, wie ihr das angehen möchtet, aber das ist ja auch nicht das Thema für die heutige Folge, dennoch ein sehr, sehr wichtiges Zitat und sehr, sehr lohnenswert, darüber auch mal ein bisschen ausgiebiger zu sprechen.
Ja, und dann würde ich aber sagen, das ist dein Thema. Die letzten zwei Themen waren schon deine, jetzt ein Thema Nummer drei. Finde ich aber auch mal cool, dass du auch mal Themen vorschlägst. Und die fand ich jetzt echt mal cool. Also deswegen erzähl mal was über unser heutiges Thema. Okay. Für euch da draußen, ich weiß nicht, ob ihr es am Titel seht, gegebenenfalls schon, aber überlegt mal, was ist so das stärkste zusammenhaltende Paar in ganz Deutschland, auf der ganzen Welt, was euch wirklich schlagartig in den Kopf kommt, was immer zusammenhält, von denen du immer nur irgendwie stellenweise Blödsinn hörst, irgendein Quatschsinn, wo du dir denkst, Alter, so bringen die das gerade ernsthaft? Aber sie halten dennoch immer zusammen. Jetzt die Schaufrage so ein bisschen, Manu, was glaubst du, welches Pärchen ist das? Ja, die Geissens. Ich werde es eh in den Titel packen, ist egal, aber ja, also ist halt wirklich so. Es Die ist. sind halt auch nicht mehr wegzudenken. Egal wo. Ich finde, die Geissens sind so ein geiles Vorbild und Beispiel dafür, sei mal dahingestellt, wie die sich immer necken. So, die Frau will nicht, dass der eine Baum abgesägt wird. Der Robert geht einfach hin, sagt, in 2 Stunden kommen Gäste, die Alte steht sowieso in der Küche, ich schnapp mir die Kettensäge und semmel den Baum eben da weg und sowas. Und dennoch gibt sowas keinen Streit. Die zoffen sich ein bisschen. Robert, kannst du doch nicht machen, gleich kommen die Gäste, ja, ist doch egal, endlich ist der Baum da weg und so. Und dann kommen die Gäste und die sind einfach eine Familie halt zusammen und gehen das Ding gemeinsam durch und die respektieren sich gegenseitig, die haben Verständnis füreinander, sie verzeihen sich Fehler, anstatt für sowas so Baum weggemacht, den die Frau behalten wollte. So heutzutage wäre das ein Riesenfass geworden, Scheidung eingereicht, zack, Haus weg und alles, ne? So, das ist einfach Ein so ein Musterbeispiel. schönes Bild dafür, wie eine gemeinsame Beziehung wachsen kann, wie sie stärker werden kann und wie sie sich entwickeln kann. Und das finde ich einfach. Die beiden haben meinen allergrößten Respekt. Ich sehe nicht immer viel von denen, allerdings auch bei so ein paar Punkten im Bereich Kindererziehung, wo die sagen, nee, in den Ferien fahren wir auf jeden Fall weg, weil die ganzen Blagen hier alle immer nur Drogen nehmen, gehen, ihre Zeit verschleudern und so. Nee, wir fahren weg und unternehmen was mit den Kindern und machen Familie, sind vielleicht auch bei einem Filmdreh oder so. Finde ich so, so stark und gut. Und ich muss sagen, wenn ich mir von einem paar Ratschläge abholen wollen würde, wären es wirklich die beiden. Man muss ja auch sagen, das sind, man muss echt sagen, das sind Marketing-Genies. Also, mal zur Story, ich habe jetzt gerade mal Wikipedia einfach hier nebenbei offen. Er hat ja Uncle Sam 1995 verkauft für 140 Millionen D-Mark waren das damals noch. Also 50% hat er, 50% sein Bruder. Also 70 Millionen hat er gemacht, ist dann nach Monaco. Natürlich keine Steuern und sowas, ne? Nice Move, hast du deine 70 Millionen so wieder, ne? Oder kannst daraus mehr machen? Und dann halt 2011 haben sie angefangen, die Geissens halt die Serie da auf RTL 2 und sowas zu drehen und kriegen dafür 2,5 Millionen Euro pro Staffel. Und es gibt mittlerweile, wenn es hochrechnet, ich glaube, jedes Jahr kommt eine Staffel, also 13 Staffeln. Nicht schlecht, so einfach dafür ein bisschen Kameraleben begleiten. Ich meine, die stehen eh in der Öffentlichkeit, er hat mittlerweile eine neue Modemarke und sowas. Also Marketing-Genies sind die schon. Also sie wissen sich zu präsentieren und sowas, ne? Also muss man. Ich habe Respekt eher davor, ne? Da wären wir wieder so beim Thema Respekt. Ich habe Respekt davor, was die daraus da noch geschaffen haben. Die haben sich nicht zur Ruhe gesetzt. Die arbeiten immer noch. Ja, das ist auch das Schöne daran. Sie machen einfach weiter, aber wie kommst du da dran, auf einmal so RTL-Staffeln drehen zu lassen? So, das ist. Die Leute halten es Stimmt. für behämmert so und sagen, die verkaufen ihre Seele. Nein, sie machen es einfach gut, um sich ein schönes Leben zu genießen, finde ich einfach. Ey, für 2,5 Millionen So. würde ich mich auch begleiten lassen. Und das ist ja nicht tagtäglich. Das ist ja für ein paar Wochen mal und dann ist die Staffel abgedreht, so in der Art, weißt du? Oder Sollen wir das nicht? RTL mal vorschlagen? Ich weiß nicht, ob mein Die Leben dafür schon interessant genug ist. Trading-Influencer, wie sie leibt und leben. Ich weiß nicht, wir können das Ganze ja mit Humor füllen und trockenen Sprüchen so. Weiß ich nicht. So ein paar dumme Kommentare habe ich schon auf Lager, die ich auf RTL bringen kann, aber hier nicht. Ja, gut. Ja, bei RTL kannst du alles bringen. Vielleicht, wenn wir mal auswandern sollten, rufen wir einfach mal so. Ja, wir können doch bei Goodbye Deutschland mitmachen.
Ah, da bin ich dabei. So, wir wandern aus und so und dann sitzen wir die ganze Zeit nur in unserem Büro und machen gar nichts. Ja. Ey, wir kaufen uns dann Nerfguns und Ja, beballern genau. uns dann. Sitzen wir Aber ich möchte dann bitte auch genau zwei. so. Ich will dann aber auch 2,5 Millionen pro Staffel. Ist schon krass. Ich gebe mich, glaube ich, dann je nachdem, wie groß ich auf YouTube bin, auch mit 1,5 zufrieden, weil du dann sowieso den Wachstumspush kriegst nochmal. Ja, natürlich. Aber an sich sind die zwei einfach komplette Marketing-Genies. Also sie wissen sich zu vermarkten, sie wissen, was sie zu vermarkten haben und sowas. Es ist aber auch, viele hassen die halt einfach. Aber ich habe manchmal so eher das Gefühl, das ist eher Neid. Ja, das glaube ich auch. Mein Vater damals auch, ja, die verkaufen ihre Seele im Fernsehen und so, aber das ist so, finde ich einfach der Neid. Die beiden haben Möglichkeiten, die sonst kaum einer hat, vom Finanziellen her, vom Marketing her und tralala. Ich zum Beispiel, ich wusste gar nicht, dass Onkel Sam von dem Robert gewesen ist. Wusste ich Oder auch nicht von D. früher. Die Marke gibt es ja immer noch, aber er hat sie halt damals verkauft. Zum wahrscheinlich richtigen Zeitpunkt damals, weil heutzutage wäre das nicht mehr so viel wert, weil das Zeug würde ich nicht mal geschenkt anziehen, so in der Art, weißt du? Das ist überhaupt nicht mein Style. Ja. Aber das sind, ja, die haben ihren Weg gemacht, so weißt du? Und ich Und finde, sie haben wenn es. Leute sich, es kommt immer so rüber. So, wenn du mal so Hate-Kommentare bei denen und sowas siehst, dass als ob das denen alles so in die Wiege gelegt worden wäre, so weißt du? Bei den Kindern, gut, sei es mal so ein bisschen dahingestellt, weiß ich auch nicht so richtig. Die werden halt auch immer ziemlich dumm dargestellt. Man muss aber auch dazu sagen, die können halt auch drei Sprachen und waren auf irgendeiner Elite-Schule bei denen, ne? Das muss man halt auch mal so ein bisschen da reinsetzen. Und die sind halt auch nicht deutsch aufgewachsen. Nicht wirklich, ne? Hauptsprache war ja bei denen, glaube ich, Französisch. Dann können sie noch Englisch und was weiß ich, was die alles können und sowas, ne? Aber gut, die Kinder sind da sowieso noch mal ein bisschen was anderes. Aber vor den zwei, ehrlicherweise, habe ich extremen Respekt, weil sie einfach wissen, wie sie Geld machen oder wie sie Geld Ja, machen und können. ich glaube, das sind halt auch zwei, die sind ja, wie alt sind die? Du hast gerade Wikipedia offen, das weiß ich nicht. Die sind, denke ich, auch so ein bisschen noch vom älteren Schl 64 geboren, also er ist jetzt 60 geworden. Ja, die sind noch vom alten Schlag. Ich glaube, die wissen auch, wie sie ihre Kinder dazu erziehen, dass aus denen, sage ich mal, dass sie das Geld nicht verschleudern, sondern dass sie das Geld auch wirklich verwalten können. Ja, mehr müssen sie ja im Grunde nicht mehr tun. Du kriegst es ja kaum noch an einem gewissen Punkt mit Konsumverhalten kaputt. So, es wird ja Ja. irgendwann, so ich denke, das machen die schon gut, das traue ich denen zu. Und wie du schon sagst, wenn die drei Sprachen können, ziehe ich da schon den Hut vor. Ich bin froh, wenn ich mit meinem Englisch so ein bisschen zurechtkomme. Dafür liegen mir halt Mathe und so ein bisschen mehr, ne? Ist halt dem einen das, dem anderen das, aber schon Respekt an der Stelle. Und ich glaube, die werden immer für unter Wert verkauft auf RTL und alles. Also die präsentieren sich wesentlich schlechter und dümmer, als sie sind, weil dumm verkauft gut. So, Ja. guck dir Papa Platte auf Twitch an. So, ich glaube nicht, dass er beim Weitem immer so dämlich ist, wie er sich stellenweise manchmal gibt. Der ist alles andere als dämlich. So, diese Leute, die sind alle verdammt, verdammt smart. Guck dir einen Trimax an oder so. Oder Guck dir besten. damals Be eine Daniela Katzenberger an. Stimmt, Daniela Katzenberger, haben sich auch richtig viele drüber lustig gemacht. Was meinst du, die sitzt jetzt in den Malediven, Nee, auf kann da eine Malle. Million. Ja. Meinetwegen auf Malle so, kann sich da ein schönes Leben machen, genießen, wirklich, auch von der Yacht chillen, Cocktails trinken und alles. Alle haben sich drüber lustig gemacht, aber für diese 2 Jahre Arbeit, wo sie sich dämlicher darstellt als sie ist, wo sie sich unter Wert verkauft, sie erreicht Aufmerksamkeit, Leute kommen auf sie zu und tralala, es entstehen Kontakte, Network, Marketing und alles. Und jetzt kann die genießen. Diesen Menschen stehen alle Türen offen und die Leute machen sich darüber lustig und sie sehen einfach nicht diesen genialen Move dahinter. Ja, das denke ich mir bei vielen. Die, klar, du kannst dich online dumm, was hast du gesagt? Dumm verkauft gut. Ja, dumm und Ja. Sex verkauft gut. Ja, nee, ist aber auch komplett so. Guck dir, allein wenn du durch TikTok scrollst, was für dumme Videos, weißt du? Was für dumme Videos du da teilweise siehst. Und die Leute gucken es halt an, weil es dumm ist. Es zieht einfach richtig an. Und das ist auch Hast du ein so. Beispiel? Die Geissens guckst du nicht aus, oh, ich will was lernen, wie ein Business funktioniert. Ja, ganz sicher lernst du da nicht was, wie du das Business. Das ist komplette Verblödung, muss man ehrlicherweise sagen, teilweise. Einfach nur Hirnvernebelung.
Aber es verkauft sich verdammt gut. Wenn ich 2,5 Millionen dafür kriegen würde pro Staffel, um Leute dumm zu machen, habe ich doch alles richtig gemacht, so weißt du? Da kann ich einfach dumme Scheiße irgendwo im Fernsehen labern, auf irgendwelchen Kanälen, irgendeinen Kacke und sowas. Aber Hauptsache meine Produkte verkaufen sich, so weißt du? Ja. Das ist doch verdammt genial und das hat nichts mit Blödheit zu tun. Natürlich stellst du dich dann im Fernsehen dumm vor, ne? Aber das ist das Gleiche, wie wenn wir uns jetzt auf YouTube präsentieren würden. Dann hast du aber private Freunde, die dich privat kennen. Und die wissen, dass du eben nicht so dumm bist, sondern absolut was im Hirn hast. Das ist ein verdammt geiler Marketing-Move. Und dumm verkauft eben wirklich gut. Es ist scheißegal, was du irgendwie auf TikTok machst, auf Instagram machst. Wenn du irgendeine dumme Scheiße und dann immer wieder dumme Videos machst, guck dir auch immer die ganzen Twitch-Streamer an. Weißt du, was gerade schlimm ist, was ich mir denke? Im Grunde sind wir beide dumm, weil wir keinen dummen Ja, Content machen, sondern ich habe mir das versuchen, Allergleiche auch gerade gedacht. Wo ich das jetzt alles erzählt habe, dachte ich mir auch so, Alter, ich weißt müsste. du, ich setze mich hier hin und fange einfach demnächst an, einen Joke nach dem anderen rauszuhauen. Auf richtig schönem Niveau. Wo die Ne? Leute denken, ey, das geht nicht. Und dann kassiere ich aber irgendwann auch diese ganzen Hate-Kommentare. Setze ich mich hier hin, schön mit meiner grünen Gemüsetüte hier, im schönen Brokkoli und fange an, irgendwas über Gott und die Welt zu Ja, erzählen. natürlich. Das Aber ist viel. so funktioniert es bei denen. Wenn du das mal so ein bisschen mehr, ich meine, auf Wikipedia steht ja auch noch einiges. Der hat eine Luxusimmobilienfirma, mehrere. Mittlerweile hat er eine in Dubai. Ich glaube, der baut Villen am Gardasee und sowas. Die sind verdammt klug. Und weißt du, sie lassen sich auf ihr Leben begleiten, dann kommen immer mal so dumme Sprüche, aber so das ganze andere, wie die ihr Geld verdienen, bleibt halt im Hintergrund. Du glaubst doch nicht, dass auch diese 2,5 Millionen, die sie da kriegen pro Staffel, dass das für die viel ist. Das ist ein nice to have, weißt du, da gehe ich mal wieder in Louis Vuitton Store oder sonst was, ne? Aber ich glaube, die große Oder Kohle machen damit die. finanzieren die sich ihren normalen Lebensunterhalt und mit dem Ja? anderen bauen die einfach nur das Vermögen weiter auf. Ja? Irgendwie sowas Und auf du jeden Fall, dass sie vermarktest, sich. und das ist ja jetzt ein verdammt kluger Schachzug, du vermarktest theoretisch damit ja auch noch, er hat ja nochmal eine neue Modemarke gegründet, die seit, warte, 2013 gibt es, sie steht da, die vermarktest du in der Serie, kriegst dann auch noch, pass auf, kriegst dann noch kostenlosen Werbeplatz von RTL, von RTL 2, verkaufst seine Staffeln noch auf DVD, online, Stream on Demand und sowas, so, dann vermarktest du deine Immobilien noch, die du vermietest als Ferienhochburgen in Saint-Tropez und sowas, vermietest du und vermarktest die über deine Serie auch noch. Und dann kriegen die Leute mit, oh cool, der hat da zum Beispiel jetzt eine neue Villa in Ding gebaut, auf dem Gardasee oder am Gardasee halt. Oh geil, da wollte ich schon immer was kaufen, gucke ich mir das mal an. Oder jetzt haben die eine Immobilienfirma in Dubai. Oh cool, die bauen da Wohnungen. Ey, ich wollte schon immer mal nach Dubai, weißt du? Wo gehst du als Erster, als Deutscher hin, wenn du möglicherweise mal vermögend wirst? Du gehst zu diesen Leuten, weil du es einfach im Kopf hast. Du hast immer diesen Namen im Kopf. Das ist ein verdammt kluger Marketingzug. Und da können die Leute von den zwei halten oder mit den Kindern von den vier halten, was sie wollen. Da kann niemand abstreiten, dass das verdammt klug ist. Egal wie dumm du dich Nee. gibst. Es ist Geniestreich sondergleichen wirklich. Und diese Menschen haben den allergrößten Respekt wirklich von mir. Kann ich mich nur wiederholen und Auch wie die das wirklich, steuerlich machen. wirklich smart. Ja. Von diesen Leuten, wenn ihr anfangt, sie durchzugoogeln, wenn ihr lernen wollt, wie man reich wird, wie man richtig Knete macht, guckt euch diese Geschichten so ein bisschen an, googelt die Menschen durch, fragt diese Menschen, was haben sie gemacht? Ja, und keine Ahnung, ist jetzt eine dumme Idee. Wenn euch sowas interessiert, schreibt den Leuten doch vielleicht einfach mal eine Mail. So, natürlich ist die Wahrscheinlichkeit hoch, dass du keine Antwort bekommst, aber dann denk mal drüber nach, wie du das Ganze formulieren kannst, dass du vielleicht eine bekommst. Sei mal ein bisschen kreativ, google diese Menschen durch und frag diese Menschen, die es geschafft haben, wie seid ihr da hingekommen? Und der bekannteste Satz, der mir immer wieder im Kopf klingelt: Wenn du Lambo fahren willst, frag keinen Kia-Fahrer, wie du Lambo fahren kannst. Das wird niemals funktionieren. Die werden dir alle sagen, such dir einen normalen Job, mach dies, das, Ja. tralala. Guck dir die Geistens an. Haben die jemals einen normalen Job gemacht? Wahrscheinlich in ihrer Anfangszeit, klar, als sie groß geworden sind. Aber eigene Firma aufgebaut, diese Menschen, die haben reingehauen bis zum geht nicht mehr. Die haben richtig was geschafft und erreicht. Und für mich repräsentieren die Geistens wirklich so ein bisschen richtig viele schöne alte und auch so ein bisschen deutsche Werte, möchte ich eigentlich so ein bisschen sagen, aber es könnte auch wieder falsch rüberkommen. Wirklich so Disziplin, Ordnung, Sauberkeit, Zusammenhalt, was die machen.
grandios. So, und hinterfragt sowas immer, lacht nicht immer direkt über alle Menschen, die ihr im Fernsehen seht, auch nicht über die Leute, die bei Dschungel, DSDS und so eine ganze Kacke mitmachen. Ja, manche gehen da vielleicht hirnverbrannt hin. Es gibt aber auch Leute so, wenn mich RTL anschreiben würde für irgendeine Serie oder so, wo ich mir denke, oh komm, dann machst du dich nicht komplett behindert oder so, nimmst du mit als Marketing-Move. So, und dann guckst du, dass du da so ein, zweimal so ein bisschen Werbung reingeballert bekommst, so für dich. Natürlich. Was meinst du, wie das abgeht? So, ich weiß nicht, kennst du auf Netflix die Serien Too Hot to Handle und sowas? Nein, ich habe nur die erste Auch Staffel immer geguckt. mit. Ja, genau, jetzt kommt's. Nein, Aber ich habe das sind wirklich nur so die erste Sachen. Staffel geguckt. Francesca hieß sie, So. glaube ich. Ja, ist egal. Was, die du angeschrieben hast? Später über Nein, Mann. Instagram. Nein. Nein, bisschen Spaß muss sein, aber so. Die Leute, das gab es ja auch in Deutsch. Und guck dir mal an, wie groß diese Leute auf Instagram geworden sind und wie die ihr Ja. Leben jetzt genießen können. Ne? Diese deutschen Leute, die habe ich nämlich auf Instagram mal geguckt. 200.000 Follower, 300.000 Follower und so weiter und so fort. Geniestreich des Todes. So in dieser Serie dann vielleicht so klar, ein bisschen Unterhaltung, guckst du, dass du für dich so ein bisschen was mitnehmen kannst, neue Kontakte, Network Marketing. Vielleicht findest du da dann ja einen Cutter oder sowas für dich am Ende, einen Bildbearbeiter oder irgendwie sowas. Es ist einfach verdammt, verdammt gut. Ja, allein in solchen Formaten sieht man ja, dumm verkauft gut. Es ist halt einfach so. Ja, genau. Nee, aber es ist doch einfach so. Ist egal, welche Formate das sind. Diese ganzen RTL-Formate, die gehen doch da alle nur rein, die kriegen ein bisschen Kohle, damit sie dann auf Instagram mehr Follower kriegen und dadurch kriegen sie wieder neue Werbepartner und noch irgendwelche Idioten, die den Mist dann kaufen. Mehr ist es doch nicht. Das, was die Geissens im Fernsehen machen, machen moderne Influencer einfach im Web, auf Instagram und sonst was. Oder auf irgendwelchen komischen Sendungen, die wir uns dann rein. Also ich nicht, aber. Netflix. Oder Netflix. Ja, komm. Ich pfeife mir nichts mehr rein. Die Zeit ist vorbei. Ich gucke eigentlich gar kein so Reality-TV mehr. Wenn ich mal vorm Fernseher sitze, meistens ist es mal zwei, drei Folgen Reality TV. Ich habe so meine zwei, drei Serien, die verfolge ich schon mal ganz gerne. Das heißt ja nicht, dass ihr sowas nie gucken dürft, ja, wenn ihr Nee, euch darum geht's nicht. weiterentwickeln wollt, Aber jetzt nicht ne? einen ganzen Tag so, weißt du? Weil dann Ja. verblödest du irgendwann selber und dann ist alles verloren. Wobei ich das auch wieder kritisch finde, wenn du jetzt mal so einen Tag hast, du hast 2 Wochen, sag ich mal, durchgezogen, 13 Tage und sagst dann, ne, den ganzen Tag pflanze ich mich einfach auf die Couch, ich bestell, hol mir mein Meckes-Menü oder so und baller den ganzen Tag eine Ja. RTL-Serie und am nächsten Tag geht's weiter. Ist das auch wieder okay? Wichtig ist, Freunde, genießt es im Maßen oder so. Denkt so ein bisschen drüber nach. Ich habe noch ein witziges Thema, ist jetzt vollkommen off-topic. Okay, schieß los. Wie kann man dieses Gender-Problem im Toilettenbereich lösen? Weil ihr jetzt Wir alle haben kein heulen. Gender-Problem in Toiletten. Ja, du Hast du einen unterteilst einfach in Schniedel, gehst du aufs Kabinen. Männerklo? Hast du keinen Schniedel, gehst du aufs Nein, jetzt Frauenklo? mal abseits davon. Jetzt mal abseits davon. Lassen wir dieses Argument mal vollkommen raus aus dem Tisch. Du unterteilst Toiletten einfach in Bild mit Pissoir und Bild mit normaler Toilette. Ja, dann kommen wir mal zu dem Thema Gleichberechtigung, Freunde. Dann unterteilst du nicht mehr im männlich-weiblich und du unterteilst im Pissoir-Bereich, Kabinenbereich. Ja? Und du hast kein fucking Gender-Problem mehr, dass du für einen Clown, für eine Katze eine Toilette brauchst, für einen, was weiß ich nicht was. Da darf ich dich mal kurz unterbrechen. Liebe Zuhörer, Zuhörerinnen, wenn Sie zu viel Reality-TV gucken, dann fallen Ihnen solche Fragen ein, wie sie René gerade gestellt hat. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Nee, sorry, das ist. Aber du musst zugeben, die Ich muss Idee da gar nichts dahinter zugeben. ist Das nicht ist so. schlecht. Nee. Also, sag mal, wie kommt man auf sowas? Darüber habe ich mir noch nie Gedanken gemacht. Ich habe einen Pipi-Matz, dann gehe ich aufs Männerklo. Fertig. Es tut mir leid, das ist mir gerade vollkommen spontan in den Kopf Ja, gekommen. wichtiger ist die Frage, wenn du jemanden kennenlernst, was ist die erste Frage, die du stellst? Erleuchte mich. Hast du immer noch einen Pipi-Matz oder hattest du jemals einen Pipi-Matz?
Okay, Alter, das ist jetzt richtig niveaulos einfach. Wir beenden jetzt die Folge, es reicht jetzt für heute. Okay, wir machen weiter. Was sind respektlose Begriffe für Döner? Was? Nein, Mann, das reicht jetzt. Also, ihr merkt schon, also, wenn ihr Kohle machen wollt, verkauft euch dumm oder macht euch dumm, verkauft sich sehr, sehr gut, wie ihr gesehen habt. Ansonsten, man kann heutzutage mit jedem Scheiß einfach Geld machen. Sucht euch irgendeine Idee, versucht es zu vermarkten. Das Geld liegt auf der Straße. Und ansonsten gönnt euch trotzdem ab und zu mal eine Folge Reality TV, außer euch fallen dann irgendwelche dummen Fragen ein. Das kann natürlich auch passieren. Und ansonsten würd ich sagen, wünsche ich euch einen schönen Start ins Wochenende. Lasst uns überall gerne ein Like da, teilt es, was weiß ich, was macht alles. Und das letzte Wort hat trotzdem wieder René. Ja, Leute, schreibt gerne unten in die Kommentare, was sind respektlose Begriffe für einen Döner, die euch einfallen, natürlich. Nein, Quatsch. Okay, wir hören jetzt auf mit diesem Blödelein. Leute, danke, dass ihr zugehört habt an der Stelle. Und was man daraus mitnehmen kann, guckt euch so ein bisschen an, was die Leute so ein bisschen machen. Klar ist das lustig, was so ein bisschen im Reality-TV zu sehen ist, aber stellt die richtigen Fragen so, warum machen diese Menschen das? Ihr macht euch darüber lustig und sagt euch, ey, ich würde sowas hier niemals machen, meinen Arsch dafür so und so verkaufen. Überlegt, ey, warum machen die Leute das so? Die machen sehr, sehr viele und ähnliche Erfahrungen im Leben wie ihr. Und guckt einfach, dass ihr euch vielleicht ein bisschen selber vermarktet, dass ihr, wenn ihr überhaupt halt dahin möchtet, ne? Wichtig ist, dass ihr euch selber immer wohlfühlt. Ansonsten an der Stelle immer ein bisschen Friede, Freude im Leben verbreiten. Nicht alles immer so ein bisschen ernst nehmen, auch mit Humor durchs Leben gehen. Und ansonsten wünsche ich euch ein wundervolles Wochenende und bis zum nächsten Mal. Boink, Flip.